in einem Land aufgewachsen, wo man lernt, dass man für Freiheit kämpfen muss. Und es ist genau jetzt die Zeit dafür. Auf dem Römerberg zu reden, ist was Besonderes. Also für mich ist es eine Gänsehaut. Aber wenn ich mir anschaue, wozu ich geredet habe, wenn ich mir anschaue, dass ich reden musste, weil gerade Leute härtestens unterdrückt werden, dann hätte ich mir gewünscht, ich jetzt nicht mehr. Das wäre nicht nötig gewesen. Frankfurterinnen und Frankfurter, Iranianazis, wir sind heute hier, weil wir protestieren wollen. Und wir sind heute hier vor allem, weil wir uns solidarisieren wollen mit dem Protest der mutigen Menschen, die im Iran tagtäglich auf die Straße gehen, die gerade in diesem Augenblick ausgerechnet auf der Freiheitsstraße niedergeprügelt werden, mit Wasserwerfen beworfen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen heute hier, weil es nicht mehr darum geht, wer diese Wahl gewonnen hat. Wir stehen heute hier, weil es nicht mehr darum geht, was der Revolutionsführer will. Wir stehen heute hier, weil es nicht mehr darum geht, wer diese Wahl gewonnen hat. Die Bundesregierung hat Angst. Sie denken, am Ende des Tages sitzen sie mit Ahmadinejad an einem Verhandlungstisch und müssen mit dem über das Atomprogramm reden. Und deshalb sind sie eher leise. Und das ist ein Riesenfehler, nicht nur für die Leute im Iran, die gerade niedergeschnüppelt werden. Das ist auch ein Riesenfehler, weil man am Ende des Tages mit dem Menschen an einem Tisch sitzt und der sagt bei jeder kritischen Frage, wieso, ich bin noch der legitim gewählte Präsident, ich habe 2/3 der Menschen im Iran gewählt und das können wir nicht wollen. Das Lied der Freiheit ist universell. Wir in Deutschland wissen manchmal viel zu wenig zu schätzen, was es bedeutet, freie Wahlen zu haben. Aber die Menschen auf der Welt wollen diese Freiheit. Im Iran wollen die Menschen frei sein. Sie wollen frei wählen. Sie wollen frei leben. Sie wollen frei auf die Straße gehen. Sie wollen frei sprechen. Und Freiheit, das Wort Freiheit bedeutet auf Farsi Azadi. Und Azadi, das ist das, was alle Menschen wollen. Und deshalb bitte, weil wir neutral sind hier, weil es nicht um eine bestimmte Richtung geht, rechts, links, oben, unten, sondern weil es um die Freiheit geht, bitte, danke, dass ihr mir zugehört habt, bitte stimmt mit mir das Lied ein, das neutralste Lied, aber das für mich eindringlichste Lied, das in den letzten Tagen im Iran gesungen worden ist. Azadi, 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 Azadi